Ja, hallo Martin und Franzi. Ich freue mich ganz besonders, dass wir eben schon so einen tiefen Einblick in eure Arbeit bekommen haben. Und kleiner Hinweis schon an alle, die sich für den Bereich Fotografie interessieren. Dazu gibt es natürlich auch gleich noch einen zweiten Part. Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen die Zuschauer in eure Welt entführen. Und dafür müssen wir als allererstes natürlich ein bisschen was über euch wissen. Ihr müsst mal ein bisschen erzählen, wie seid ihr eigentlich zum Fotografieren und zum Filmen gekommen. Und ja, fangt doch einfach mal an. Ja, hallo, auch von unserer Seite. Ja, wir erzählen es sehr gerne. Vielleicht fängt Martin lieber an, weil er schon länger im Business Also, ich bin der Martin Diepold. Ich habe vor knapp 15 Jahren eine Ausbildung gemacht zum Fotografen, zum Werbefotografen klassisch. Also noch ein bisschen früher, seit fast 15 Jahren bin ich jetzt selbstständig. Und die Franzi war eine meiner Auszubildenden, bis ich sie dann im letzten Jahr davon überzeugen konnte, doch mit mir eine engere Bindung einzugehen. Geschäftlich natürlich. Und seitdem haben wir eine gemeinsame Firma und führen die Firma Grand Visions gemeinsam. Und wir produzieren im Schwerpunkt Fotos und Videos für Unternehmen und für Agenturen. Okay, und das auch wirklich beides, ne? Foto und Video gemischt. Ist das so 50-50 oder ist es noch anders aufgeteilt? Also ich glaube, dass früher eher der Schwerpunkt auf dem Fotopart lag und es kommt aber irgendwie immer mehr Videoanfragen rein. Also ich würde sagen, dass jetzt tatsächlich schon langsam der Schwerpunkt mehr auf Video geht oder ja, vielleicht noch eher 50-50, aber ich habe schon das Gefühl, dass Video immer wichtiger wird, definitiv. Vermutlich auch mit den ganzen Social Media Kanälen und da ist halt einfach Bewegtbild attraktiver. Ja, das ist Für so. Werbekampagnen oder sowas an irgendwelchen Bannern oder sowas ist natürlich nochmal was anderes. Aber ja, ich habe schon den Eindruck, dass Video wichtiger wird. Das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil mein Werdegang ist ja auch ähnlich. Ich komme aus dem Bereich Fotografie. Ich mache inzwischen, glaube ich, 80, 90% Bewegtbild, weil einfach die Werbung sich dahin verändert hat. Und dementsprechend sind natürlich auch alle neuen Kameras ja mit diesen Videofunktionen ausgestattet. Ne? Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ah, die brauche ich gar nicht, aber im Endeffekt ändert sich halt unsere Darstellung durch die Social-Media-Kanäle, egal welche man da nimmt. Das ist zumindest mein Eindruck. Super, das finde ich super interessant, aber jetzt wollen wir natürlich ein bisschen mehr über euer Equipment wissen. Wir wollen natürlich ein bisschen über die beiden Bereiche sprechen. Und lasst uns doch erstmal anfangen mit den Kameras. Was habt ihr aktuell im Einsatz? Was benutzt ihr bei euren Drehs für eure Kunden? Wollen wir jetzt kennen sagen? Kannst du auch sagen, wenn du es benutzt? Nee, Dafür sind wir ich ja glaube da. auch nicht. Nee, nee. Nee. Also wir haben ausschließlich Sony-Kameras schon seit vielen Jahren und wir haben verschiedene. Wir haben die Alpha 7 R2 haben wir noch. Die wollen wir nicht verkaufen. Die würde jetzt nicht mehr viel bringen auf dem Markt wahrscheinlich, aber die ist einfach geil und als Backup-Kamera super. Aber unsere Hauptarbeitsgeräte sind die Alpha 7 R4 und die Alpha 7 S3. Fürs Film und unser neuestes Baby, die 74. Genau, weil die ist eine super Around-Kamera und bietet sich auch für beides als Backup super an. Und auch gerade bei Reportagen oder so hat man nicht ganz so riesige Bilder, aber immer noch Riesenbilder, ja. Ja, und wie sieht es mit Objektiven aus? Was habt ihr da so im Einsatz? Seid ihr eher der Festbrennweiten-Typ oder eher der Zoom-Typ? Oder ist es unterschiedlich für Foto und Video? Weil ich glaube, das ist für richtig viele Leute interessant. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich unterschiedlich. Also Martin, der eigentlich bei den Produktionen hauptsächlich den Fotopart übernimmt und ich mache hauptsächlich den Videopart. Ich würde sagen, Martin verwendet hauptsächlich eher Festbrennweiten, auch wegen der offeneren Blende, also dass man das halt voll ausreizen kann. Ich bin ganz gerne mit meinem Ronin, also mit meinem Stabilisierungsding, das man vorhin schon gerade gesehen hat, gerne auch mit einem Zoom unterwegs, tatsächlich mit einem 2470. Das geht mit meinem Ronin RS2 ganz gut, also auch gewichtsmäßig. Und da habe ich dann einfach echt die Flexibilität. Ansonsten müsste man halt immer alles neu einkalibrieren, Gewichtsverlagerung bei dem Ronin. Und das wäre dann schon sehr störend, wenn man dann immer wieder das Objektiv wechseln müsste. Deswegen bin ich da immer ganz gerne mit meinem 2470 unterwegs tatsächlich. Das kann ich super gut nachvollziehen, weil wenn man einen Gimbal richtig einrichten will, dann braucht man dafür halt, selbst wenn man geübt ist, immer seine 5 bis 10 Minuten. Ne? Und wenn du das 10 Mal am Tag machst für die unterschiedlichen Szenen, dann ist einfach die Zeit weg. Und wenn du auf dem Zoom bist, dann bist du natürlich da, was das angeht, viel einfacher. Bei uns ist es so, wir produzieren ja viel für YouTube. Ich filme auch mit den Festbrennweiten, aber wir wechseln natürlich auch nicht so oft Objektive. Also von daher ist das bei uns immer ganz praktisch. Aber ich kann das super nachvollziehen. Und du hast gesagt, 2470 ist dein Lieblingsobjektiv fürs Film. Also das ist so der Also Allrounder. zumindest, das muss ich jetzt hinzufügen, für das Ronin. Also wenn ich ein Gimbal verwende, dann super gerne das 2470. Wenn man irgendwie ein Interview filmt oder was dergleichen, dann ist man flexibler, definitiv flexibler. Da geht auf jeden Fall eine Festbrennweite auch
Genau. Und längere Brennweite, 70-200 ist auch ganz gut, je nachdem, was sie halt anbietet. Ne? Ja, es kommt immer total auf die Situation drauf an, was halt gefragt ist. Und dementsprechend muss man das dann halt abwägen. Genau. Weil ihr jetzt beide gesagt habt, je nachdem, was ihr da habt, wie viele Objektive habt ihr denn? Und welche Objektive habt ihr denn? Oh. Also wir haben 35mm 1.4, 35 2.8, dann haben wir einen 50er, also 1.4er, 85er, 1.4, wir haben 70-200, 16-35, 24-70 und 90mm Makro. Ja. Okay. So, jetzt haben wir mal ordentlich. Also genauso Objektiv-Junkies wie ich auch. Ne? Ihr habt es vielleicht hinten gesehen, im Regal steht ja so einiges. Schön. Und braucht man halt einfach. Das ist ja auch Werkzeug halt einfach. Ja. Ne? Also verschiedene Anforderungen, verschiedene Werkzeuge dafür. Ne? Definitiv. Ja, finde ich spannend, weil das wird halt oft unterschätzt. Ne? Ich glaube, dass Objektive eigentlich viel, viel wichtiger sind als die Kamera. Und weil die halt das Bild, die Geschichte erzählen nachher. Und mit unterschiedlichen Objektiven kann man unterschiedliche Geschichten erzählen. Und das ist, glaube ich, das, was es so spannend macht. Das ist der Grund, warum ich das nutze. Wie ist das bei euch? Ich werde manchmal oder oft gefragt von Freunden, Bekannten, ja, ich würde gerne eine Kamera kaufen. Was soll ich für eine Kamera kaufen mit Wechselobjektiven? Ja. Ich so, du brauchst keine Kamera mit Wechselobjektiven. Das ist viel zu teuer privat. Also ich empfehle dann lieber, kauf dir eine kleine, kompakte von Sony natürlich, die das Objektiv eingebaut hat, mit der, keine Ahnung, die gibt tierische Brennweitenbereiche von 24 bis 105 oder noch weiter, du weißt es besser. Die kleinen Dinger, die man in die Tasche packen kann, die auch 4K aufnehmen, sind oftmals, glaube ich, für den privaten Hausgebrauch viel besser zu bedienen und zu nutzen und auch viel günstiger natürlich, weil letzten Endes ist der Body das eine, aber das Objektiv ist natürlich nachher dann der teure Part. Ne? Ja, ich glaube, wenn man halt wirklich Fotografie oder Film so als Hobby hat und sich da richtig reinfuchsen will, dann ist natürlich Wechselobjektiv wirklich toll. Aber für den Casual-Fotografen, der ein paar Bilder von seiner Familie macht, würde ich dir da vollkommen zustimmen. Das sehe ich auch so. Okay, jetzt wissen wir schon ein bisschen, welche Kameras ihr aktuell verwendet. Jetzt wissen wir schon, welche Objektive ihr alle habt. Lass uns ein bisschen über Zubehör sprechen. Ronin SC habe ich schon gehört oder SC2 habe ich schon gehört. RS2 war es, Entschuldigung. Und ja, was habt ihr noch im Einsatz außer einem Gimbal? Also für das Filmen verwenden wir tatsächlich auch ganz gerne mal das Einbeinstativ. Gerade wenn man das 70-200 beispielsweise verwendet, das wäre zu schwer tatsächlich für das RS2. Und dann verwenden wir super gerne einfach das Einbeinstativ, mit dem man ja dann trotzdem noch relativ flexibel ist, aber zumindest die Achse schon mal ausgeglichen hat, dass man nach oben und unten nicht mehr wackelt. Und dann kann man schön das Gewicht abstützen und dann noch nach links und rechts schwenken. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Steadicam haben wir auch. Steadicam haben wir theoretisch auch, verwenden wir aber tatsächlich nicht mehr sonderlich oft. Nee, nicht so oft. Wir hatten mal eine Red, da war es natürlich besser mit Red, weil die relativ schwer war. Aber wir haben das Ding halt noch. Dann haben wir noch, wir haben auch noch ein anderes Ronin, das MX haben wir auch noch. Wir haben noch ein Ronin. SC ist das, glaube ich. Und MX haben wir auch noch ein großes. Achso, das große, ja. Das ist ein Keller. Das können wir verkaufen auch. Slider haben wir auch noch von Edelkrone. Haben wir ein Edelkrone Head, also ein motorisierter Kopf und ein Slider und ein Arm, mit dem man halt vorprogrammieren kann, gewisse Strecken abzufahren. Dann haben wir Licht natürlich, da haben wir Profoto Blitzköpfe, die B10 Plus. Dann haben wir noch Hänsel, auch noch ein paar Lampen. Wir haben Lichtformer, alles mögliche. Also wir haben alles, was man so zum Leben braucht. Ja. Also aber an Lichtequipment fürs Filmen muss man auch hinzufügen, dass wir uns auch gerne Sachen leihen. Also gerade wenn man so größere Ballermänner braucht, dann leihen wir uns die auch mal gerne, weil so solche Arres sind halt schon ziemlich teuer. Und dann ist es günstiger, die einfach zu mieten, ja, flexibel je nach Job, wann man es halt braucht. Ja, vor allem halt auch wegen der Lagerung. Ne? Es nimmt halt auch viel Platz weg und dann ist es auch ganz gut, wenn man das halt nur für den Job dann extra holt. Lass uns noch mal kurz über ein bisschen kleineres Zubehör sprechen. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit Filtern? Ich drehe ja zum Beispiel ganz häufig bei Tageslicht draußen und für mich sind halt Graufilter ein total wichtiges Thema. Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr das auch? Und wenn ja, was habt ihr da? Ja, verwenden wir definitiv auch. Also gerade wenn es draußen hell ist und die Sonne scheint, dann verwenden wir super gerne Vario-Filter, einfach um das flexibel anpassen zu können. Dann ist mal die Sonne wieder hinter der Wolke, dann kann man einfach schnell einen Filter drehen und hat es wieder heller, dann kommt die Sonne wieder raus, dann wieder zurück. Dann ist man einfach am flexibelsten. Das ist auf jeden Fall super. Ja, davon haben wir eine ganze Kiste voll, alle möglichen Filtergrößen. Für die entsprechenden Objektive. Genau, das Ding ist halt auch, dass die Vorgängermodelle, also nicht die aktuellen Alpha-Modelle, sondern ein bisschen davor, so 2-3 Jahre davor, da war der ISO-Bereich im S-Log noch relativ hoch. Ne? Weiß nicht, wo hat es angefangen, bei 1,6 oder so, oder 800, bei Minimum ISO, glaube ich.
Und dann draußen bei der Offenblende, dann ist man schnell halt im Bereich, wo es viel zu hell ist. Und deswegen kann man schnell einen Filter raufdrehen und kann dann flexibel dann 8 Blendenstufen nochmal dunkler machen. Und dann kann man auch bei Tageslicht offenblendig fotografieren mit einem flachen Farbprofil. Da muss ich noch direkt fragen, jetzt nochmal aus dem Bereich Video. Wie sieht es mit Mikrofonen aus? Was habt ihr da? Weil ich glaube, das interessiert die Zuschauer ja auch. Also wir nehmen beispielsweise jetzt auch gerade mit unserem Zoom H4 auf, also den Ton, den ihr dann hört, der wurde tatsächlich über das Zoom H4 gespeist. Wir haben aber auch noch Funkstrecken, um dann flexibel auch gerne mit einem angesteckten Lavalier-Mikrofon den Ton aufnehmen zu können. Machen wir dann auch ganz gerne, dass wir den Ton direkt in die Kamera einspeisen, damit dann gleich alles synchron ist und man das nicht erst später im Schnitt machen muss. Wir haben auch noch ein Zoom-Richtmikrofon. Weißt du, welches? Nee, ein Rode-Richtmikrofon. Stimmt, ein Rode-Richtmikrofon. Weißt du aber auch, das ist ein Scheißding. Also, das ist ein, ja, wir haben ein kleines Richtmikrofon auf die Kamera oben drauf. Das meiner Meinung nach, das taugt nicht ganz so gut. genau, was haben wir noch? Also, Ton haben wir, also wir, wenn wir auch Interviews machen, so da leihen wir uns oft diese MK2, glaube ich, heißen die Dinger von Sennheiser. Die mieten wir öfters, weil es gibt so gewisse Artikel, die in der Anschaffung oft sehr teuer sind und in der Miete relativ günstig. Und wenn man sich halt überlegt, sich alles aufs Lager zu legen und es auch relativ selten braucht, dann hat man so viel Kapital irgendwie gebunden an Stellen, wo es keinen Sinn macht. Und deswegen, das sind Artikel, die wir oft mieten, Mikrofone. Aber wir haben halt, klar, wir haben selber Funkstrecken, die kleinen Dinger, diese Rode auch. Ne? Für die meisten Interviews und kleinen Sachen reicht das aus. Und bei größeren Sets, klar, dann haben wir uns richtig Mikrofone. Wie sieht es denn aus im Bereich Fotografie? Ich habe jetzt schon verstanden, ihr macht sehr, sehr viel mit Blitz. Und vielleicht könnt ihr da ja noch mal ein bisschen auf das Zubehör eingehen. Ja, zum Fotografieren nehmen wir in der Regel Blitzlichter, Blitzlampen. Und da hat sich jetzt für uns Profoto als neuer Hersteller als optimal erwiesen, weil die extrem schnelle Nachladezeiten haben und klein und kompakt sind. Und da gibt es die Profoto B10 Plus. Das sind kleine, kompakte Blitzköpfe mit sehr hoher Leistung und extrem schneller Nachladezeit. Und gerade wenn man so wie ich Dauerfeuer fotografiert, dann macht das durchaus Sinn, kurze Ladezeiten zu haben. Und davon haben wir 4 Stück. Ja, Lichtformen haben wir, alle möglichen Lichtformen natürlich, normale Reflektoren, Softbox, Striplights, Lichtsegel haben wir auch. Auch gerade für Film nehmen wir auch auf Lichtsegel und ballern einen durch. Kann man fürs Foto auch gut machen. Man kann aber gut bei Tageslicht auch arbeiten, mit dem Aufheller vielleicht. Aber ja, das ist so, in der Regel nehmen wir die Pro-Fotos. Okay, ich sehe schon, ihr habt richtig, richtig viel Zeug und ich habe mal gerade aus meinem Bestand den Zoom 4 geholt, damit man den auch nochmal groß sieht, damit die Leute ein bisschen wissen, über was wir eigentlich gesprochen haben. Liegt bei mir auch im Studio, weil braucht man halt gelegentlich, ne? Okay. Ich würde vorschlagen, weil wir jetzt schon sehr viel über verschiedenes Equipment gesprochen haben, lasst uns doch mal zu den wichtigsten Einstellungen kommen. Und ich würde wieder vorschlagen, wir trennen das nach Foto und Video und wir starten vielleicht mal mit Video. In welchem Modus filmt ihr? Mit welcher Qualität filmt ihr? Was sind da so eure Einstellungen? Kommt grundsätzlich immer ein bisschen drauf an, was man gerade filmen möchte. Also wir filmen grundsätzlich immer in 4K, einfach damit man dann später auch nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht ein bisschen ran zu croppen oder sowas, ran zu zoomen im Schnitt. Genau, 4K auf jeden Fall. Und dann die Framerate ist halt dann davon abhängig, was man wirklich filmen möchte. Wenn es jetzt ein Interview ist, dann reichen 25 Frames per Second vollkommen aus. Wenn es jetzt aber irgendwie schnellere Bewegungen sind, so wie die Tanzsequenzen, die man gerade davor gesehen hat, dann wollen wir auf jeden Fall mehr Frames machen, damit wir dann auch später im Schnitt Slow-Mos draus machen können, also es langsamer abspielen können. Und genau, dann die Bewegungen schön smooth einfangen können. Genau. Das finde ich jetzt ganz wichtig, was du gesagt hast. Das heißt, ihr filmt eben nicht alles mit 4K 50 oder 4K 60, sondern bestimmte Szenen auch wirklich mit 4K 25. Und ich nehme an, das macht ihr, weil das Bearbeiten leichter ist und weil ihr weniger Daten produziert, oder? Vielleicht könntest du das mal erklären. Ja, definitiv. Also ich glaube tatsächlich, dass die Daten da der Hauptgrund sind. Ja, weil man halt natürlich mit 25 Frames pro Sekunde viel weniger Daten benötigt oder ja, zustande kommen, als wenn man mit 100 Frames pro Sekunde filmt, ist ganz klar. Und natürlich auch im Schnitt, also ne, der Rechner braucht halt eine viel krassere Rechenleistung, wenn er mit 100 Frames pro Sekunde zurande kommen muss, als mit 25 Frames. Ich glaube, das ist auch der wichtige Unterschied zwischen Foto und Video, ne? Dass man beim Video vorher überlegen muss, wofür ist es denn gemacht. Beim Foto stellt man die höchste Qualität aus, man macht Fotos, aber bei Video ist es halt extrem wichtig, weil alles, was danach kommt, einfach sonst viel, viel länger dauert und viel, viel mehr Arbeit bedeutet. Ich glaube, das ist so der wichtigste Unterschied. Das ist zumindest so in meinem Sichtfeld so.
Cool. Also ihr filmt meistens in 4K, weil ihr dann einfach die höhere Qualität habt. Ihr filmt immer mit der passenden Framerate, das habe ich verstanden. Wie sieht es denn aus mit den Farbstyles? Filmt ihr immer mit S-Log oder filmt ihr mit, die neuen Kameras können ja S-Cinetone. Was sind da eure Einstellungen? Also wir haben gerade erst vor kurzem einen Test gemacht tatsächlich und haben dann nochmal neu entschieden, dass unser neues liebstes Fotoprofil das PP11 ist tatsächlich. Das ist Cinetone, ne? Ja. Mhm. Ja, das ist ein Riesenunterschied auch, ne? Ja. Weil das Ding ist ja letzten Endes auch, dass man natürlich ganz flach filmen kann, aber im Schnitt und im Color Grading muss man natürlich die Farben auch anpassen können. Mhm. Und wir haben eigentlich immer gedacht, ach komm, früher S-Log 2, wir machen S-Log 2. Dann irgendwann gab es S-Log 3, wir machen jetzt immer S-Log 3, ohne das mal richtig mal zu vergleichen. Du vergleichst ja ständig irgendwelche Dinge, weißt es noch besser als wir wahrscheinlich. Aber wir haben uns mal letztes Mal die Mühe gemacht, sagen, okay, wir vergleichen jetzt mal, was ist das geilste Farbprofil. Und dann kam man jetzt drauf, Mensch, da ist ja noch eins aufgetaucht, PP11. Und das ist wirklich nochmal ganz anders zu filmen und auch im Grading auch also viel, viel einfacher und viel besser, mehr Spielraum und auch zum Film niedrigerer ISO-Wert, geringeres Rauschverhalten und so weiter, so viel besser. Gerade beim Rauschverhalten haben wir bei dem Test das richtig krass gemerkt, dass PP11 das super ist. Ja, wir waren bei ISO 5000, haben schwarze Fläche abgefilmt, da war nichts zu sehen. Hm. Aber bei 10.000 war es. Bei 10.000 war es ein bisschen. Ja, das war noch richtig geil. Richtig krass. Ja, das war richtig gut. Ich habe hier heimlich schon mal meine 7.4 angeschlossen, damit wir auch mal zeigen können, über was wir denn die ganze Zeit sprechen. Und ich schalte mal gerade für euch das Bild um. So, meine Kamera steht jetzt im Videomodus, wie man unschwer an dem großen Videosymbol hier erkennen kann. Und das, über was wir gerade eben gesprochen haben, das befindet sich direkt beim Punkt Belichtung Farbe und hier unter Farbe Farbton. Hier habe ich nämlich zum einen den Creative Look. Das ist quasi dasselbe wie beim Fotografieren. Ich kann einen vorgegebenen Look benutzen. Das zweite, und das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist das Picture Profile. PP steht immer davor. Und hier, ich stelle mal die Kamera noch ein bisschen neu hin, da gibt es ganz neu, ganz unten eben hier PP11. Das ist das S-Cinetone-Profil standardmäßig, wenn ihr eure Kamera nicht umprogrammiert habt. Und das ist übrigens auch das, was ich immer empfehle. Ich filme meine Sachen auch immer, wenn meine Kamera das kann, mit S-Cinetone, weil es einfach viel weniger Nachbearbeitung bedarf als ein S-Log 2 oder ein S-Log 3. Und das ist natürlich am Ende vom Tag dann einfacher, zu einem schnellen Ergebnis zu kommen. Wenn man die maximale Qualität will, dann ist S-Log 3 mit Sicherheit die beste Wahl. Aber dafür muss man wieder sehr viel Zeit investieren und muss vor allem die Sachen auch wirklich gut beherrschen. Das ist so mein Eindruck. Gibt es denn sonst noch irgendwelche wichtigen Einstellungen, die beim Videofilmen bei euch eine Rolle spielen? Irgendwas, wo ihr sagt, das haben wir auch noch eingestellt? Vielleicht der Fokus, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Also Sony hat ja wirklich den krassen Vorteil, dass es einen super Augenautofokus hat. Das heißt, wenn man tatsächlich Menschen filmt, dann hat man damit eigentlich überhaupt keine Probleme. Spannend ist es eher, wenn dann die Personen, wenn es mehrere Personen im Bild sind und die nicht auf gleiche Höhe stehen, dann muss es ja eine Person auswählen, wo der Fokus hin soll. Hier verwende ich dann aber auch ganz gerne das Tracking, dass ich dann einfach die Person nochmal antippe, auf die der Fokus soll, und dann ist das auch, passt das auch perfekt und verfolgt die Person natürlich dann auch noch zusätzlich. Das heißt, wenn ich wirklich eine Person wirklich im Fokus haben möchte, über längere Zeit hinweg, dann einfach mit Tracking. Und ich kann mich rumbewegen und es funktioniert fantastisch. Also wirklich, das ist schon richtig, richtig gut und erleichtert es auf jeden Fall. Hier gibt es jetzt einen ganz wichtigen Punkt und den möchte ich gerne einmal noch mal kurz live zeigen, weil ich glaube, dass er für viele Leute nicht ganz klar ist. Wenn ich das Echtzeit-Tracking in der Kamera benutze beim Video, dann kann ich das nur über das Display, über einen Touch auf den Display aktivieren. Das geht im Fotobereich geht es ja immer, da kann ich das auch so ganz einfach zeigen. Im Videobereich ist es aber so, das geht dann nur über Touch und es muss einmal im Menü Echtzeit-Tracking auch ausgewählt sein. Und damit ihr mal wisst, wie das Echtzeit-Tracking dann auf dem Display aussieht, zeige ich das jetzt mal im Fotomodus ganz kurz. Und ihr könnt ja einfach ein bisschen erzählen, was da passiert. Ich muss nur einmal wieder mein Bild groß machen. Ich habe hier unten das Echtzeit-Tracking jetzt aktiviert, habe mein rotes Fokusfeld und sobald ich quasi hier auf das Display tippe, bekomme ich das grüne Kästchen und dann wird nachverfolgt. Und ihr seht das jetzt zwar im Fotomodus, aber das funktioniert im Videomodus ganz genauso. Und auch wenn ich jetzt meine Kamera nach vorne oder nach hinten schiebe, also sich die Entfernung zum Objekt ändert, dann bleibt das quasi immer direkt im Fokus. Und das ist genau der Punkt. Das funktioniert auch während des Films richtig, richtig gut. Jetzt wäre meine Frage, wie hast du denn den Autofokus sonst noch eingestellt? Es gibt ja noch
quasi zwei Untermenüpunkte für den Video-Autofokus, nämlich einmal die Verfolgungsempfindlichkeit. Dafür gehen wir einmal ins Menü, hier zum Punkt Autofokus, und da habe ich hier direkt oben drin die Autofokus-Übergangsgeschwindigkeit und die Motivempfindlichkeit. Habt ihr da auch was umgestellt? Und wenn ja, wie ist es eingestellt? Also im Moment ist es tatsächlich auch auf schnell eingestellt, also auch auf Stufe 7. Wir hatten aber gerade erst vor kurzem einen Dreh, wo wir also den Fokus verlagern wollten. Da war tatsächlich, also ein Mann stand auf einem Balkon und wir hatten zuerst ihn im Fokus und hinter ihm war dann ein Zirkus zu sehen und wollten dann auf den Zirkus noch scharf stellen. Und es sollte schön smooth gehen und dann haben wir auch auf jeden Fall die Übergangsgeschwindigkeit runtergeregelt. Aber ansonsten haben wir es generell auch bei 7, weil wir oftmals schnell reagieren müssen irgendwie mit dem Fokus. Ja, kommt aber auch ein bisschen darauf an, genau, was wir gerade machen möchten. Genau, lass uns das noch einmal kurz erklären. Die Übergangsgeschwindigkeit ist, wie schnell soll der Motor hin und her fahren. Ne? Ich kann das auf ganz schnell stellen und ich stelle es jetzt mal absichtlich auf ganz langsam, dass wir so ein bisschen sehen können, was passiert. Ja. Ganz wichtig, hier gibt es noch eine zweite Einstellung, die AF-Motivverfolgungsempfindlichkeit. Und die bestimmt quasi, wann der Motor losfährt. Stelle ich das also auf 5, reagiert das Fokusfeld sofort auf jede Änderung. Stelle ich das auf 1, bleibt die Kamera so lange wie sie kann auf dem von mir ausgewählten Objekt. Also es verfolgt nach. Und das ist zum Beispiel super, wenn ich irgendwelche Schilder im Weg habe oder mich mit der Kamera bewege, dass die Kamera eben nicht sofort den Motor losfährt, sondern immer ein bisschen wartet, bevor sie den Motor losfährt. Hängt also auch ganz stark davon ab, was ich hier filmen wollte. Ja. Autofokus, riesenspannendes Thema. Gibt es denn sonst noch irgendwas an der Kamera im Video, was ihr eingestellt habt? Wie sieht es zum Beispiel aus mit Proxy? Wie sieht es aus mit Zebra? Benutzt ihr sowas? Proxys erstellen wir meistens erst dann direkt vor dem Schnitt, wenn wir es denn wirklich benötigen. Es kommt ja, wie gesagt, ein bisschen drauf an, was wir auch gerade gefilmt hat. Interviews laufen zumindest auf meinem Rechner super schnell, da brauche ich gar keine Proxys tatsächlich. Ja, aber jetzt auch die anderen machen wir auch nicht. Also ja, Proxys brauchen wir gar nicht. Vielleicht mal bei 100 Frames, das ist ein kleines bisschen ruckelt, aber eigentlich ist es nicht mehr wirklich relevant und daher finden wir die tatsächlich auch gar nicht mit. Okay, also ihr seid computertechnisch so gut ausgestattet, dass das klappt, ist doch super. Ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil, definitiv. Dann lasst uns vielleicht noch mal ganz kurz über Foto sprechen und da über die wichtigsten Einstellungen. Ich meine, das machen wir jetzt gleich ja im Anschluss, aber wir können ja trotzdem schon ein bisschen was vorwegnehmen. Und falls es Fragen gibt, wie immer, gerne in den Chat schreiben. Ja, also ich fotografiere grundsätzlich im manuellen Modus. Also ich stelle mir alles selber ein. Blendezeit, ISO-Wert, das sind so die Grundparameter. Also wenn man die auch verstanden hat, dann kann man auch fotografieren, denke ich. Das ist so das kleine 1x1 des Fotografen. Und natürlich kann die Kamera auch ganz viel automatisch einstellen, aber ich mache es ja nicht. Ich mache alles manuell. Und ich fotografiere gerne offenblendig, gerade bei Porträts mag ich es gerne, wenn ich einen kleinen Schärfebereich habe und schon direkt dann hier nach dem Auge oder hier der Nasenspitze schon unscharf wird, je nach Brennweite natürlich. Und genau, den Weißabgleich stelle ich meistens auf Tageslicht, damit der mir nicht manchmal abhaut in eine Richtung, die ich nicht möchte. Und Verschlusszeit natürlich nur so lang, dass ich nicht verwackel, ne? Das ist auch klar. Und ansonsten Augenautofokus bin ich ein riesen Fan. Also das ist eine völlig neue Art der Fotografie meiner Meinung nach. Also so neu ist auch nicht mehr, gibt es auch schon seit 1-2 Jahren. Aber so haben wir es eigentlich erst richtig entdeckt. Und das ist wirklich eine ganz andere Art, weil vorher habe ich Porträts fotografiert, musste mir genau gucken, wo ist mein Fokusfeld, setzt aufs Auge, dann ein Bildausschnitt im Hin und Her und dann gucken, ist wirklich scharf oder nicht scharf. Das ist eine Sache, das mache ich überhaupt nicht mehr. Ich weiß, es ist scharf. Ich muss gar nicht mehr gucken, ob das scharf ist, sondern es ist einmal scharf. Selbst beim 85er Blende 1.4, ich mache 100 Fotos und bei 99,9 Fotos ist es scharf. Und deswegen kann ich mich da völlig zurücknehmen und zurücklehnen und man kann mit dem Model quatschen, kann man eine Zeit und Belichtung einstellen. Aber die Zeit, dass man nochmal gucken muss, wo ist der Fokus, das ist einmal vorbei. Und das ist eine fantastische Geschichte, ja, finde ich. Ja, ist herrlich. Das wäre jetzt übrigens genau meine nächste Frage gewesen. Was ist denn so deine Trefferquote? Du hast sie schon beantwortet, also von daher super. Ja, ich nehme an, du fotografierst natürlich im RAW-Format. Du hast vorhin mir schon erzählt, du fotografierst ganz viel auch Serienbild, dass du ganz viel wirklich hintereinander fotografierst. Ich kann dir nur allen empfehlen, Franzi, ich würde das Gegenteil behaupten. Aber meiner Erfahrung nach ist es halt so, wenn man halt ein Objekt hat und es ist auch nur kurz da, wenn ihr eine Hochzeit fotografiert zum Beispiel, der Moment ist nur einmal da, dann drückt nicht nur einmal ab, ja? Dann drückt ab, Dauerfeuer, drrrrt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass was Gutes dabei ist, ist dadurch einfach höher. Und gut, ganz so extrem mache ich es halt nicht. Manchmal schon, je nachdem. Aber ich drücke schon oft ab.
Ich kenne das immer aus den Kundengesprächen, die sagen, ah ja, 10 Bilder, 20 Bilder, das braucht doch kein Mensch. Bei so nicht wiederholbaren Situationen ist es ganz cool, wenn die Kamera so schnell ist. Ne? Man muss ja auch nicht immer nur Dauerfeuer machen, sondern immer schön dosiert. Dann funktioniert das übrigens auch. Ja, meine langsamste Einstellung ist Low. Also genau, Dauerfeuer und dann Low, das ist das meine kleinste Einstellung. Also Einzelfeuer mache ich gar nicht mehr. Sehr gut, jetzt haben wir so die Basiseinstellungen durch. Gibt es denn noch irgendwelche ganz speziellen Sachen, die ihr eingestellt habt? Habt ihr eure Kamera zum Beispiel irgendwie umprogrammiert? Habt ihr da bestimmte Sachen in die Menüs gelegt, ins FN-Menü oder auf die Tasten? Oder macht ihr das gar nicht? Also man kann das alles machen, aber wir brauchen es, also ich brauche es eigentlich nicht. Also was geil ist, ist, dass man das Menü sich selbst anlegen kann, dass man da die Punkte, die man ständig braucht, wie Karte formatieren. Was man oft umschalten muss, meiner Meinung nach, ist auch Live-View, alle Einstellungen ein und aus. Wenn ich halt blitze zum Beispiel, genau, das ist ein wesentlicher Punkt wahrscheinlich nochmal für alle. Aber wenn ich blitze, dann habe ich unter Umständen ja auch die Blende geschlossen, Blende 8 oder Blende 11, habe einen kleinen ISO-Wert und dann sehe ich natürlich nicht, wenn ich alle Einstellungen mir anzeigen lasse, was dann da passiert, weil es dann ja nicht blitzt und im Zeitpunkt dadurch dunkel ist. Und deswegen muss man dann diese Einstellung ausschalten, dass die Kamera mir ein Bild gibt, damit ich dann sehe, was vor der Kamera ist. Genau, Christian zeigt es mal eben. Und genau, das ist so das, was man umschalten muss ab und zu, wenn ich halt bei Tageslicht fotografiere. Dann ist ja der riesen Vorteil von dem Sucher, dass ich da ja ein Display oben drin habe und schon vor dem Auslösen ja sehe, wie das Bild hinterher aussieht. Und das macht auch das Fotografieren extrem viel einfacher und auch professioneller meiner Meinung nach. Weil wenn ich beim Kunden bin zum Beispiel und sonst vorher 35 Mal eine Testaufnahme mache und mal gucke, da passt es oder passt es nicht, ist es nicht so professionell, als würde ich es vorher schon genau sehen können und kann abdrücken und kann dem Kunden was zeigen, was super aussieht. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil. Genau, ich blende das auch mal parallel für euch ein. Bei der Sony Alpha 7 IV ist die hier im Aufnahmemenü auf Seite 10. Da habt ihr Einstellungen Live View. Da kann ich ein- und ausstellen. Wenn ich die ausstelle, dann funktioniert meine Kamera wie mit einem optischen Sucher. Das heißt, ich sehe immer ein gleich helles Bild, kann auch zum Beispiel im dunklen Studio das Bild sehen, obwohl ja dann erst der Blitz dazu kommt. Wenn ich die hingegen auf einstelle, dann sehe ich immer das Licht, was wirklich auch auf dem Sensor ankommt. Das heißt, ohne den Blitzen. Dementsprechend beim Blitzen ganz wichtig, das Ganze auf ausstellen. Die Funktion kann man natürlich wie fast alle Funktionen auch auf eine Taste legen. Das heißt, wenn man das schnell umschalten will, oben eine Taste auf der Kamera programmieren, gar kein Problem. Was mich natürlich jetzt noch interessieren würde, ist, gibt es solche Einstellungen, wie jetzt alle Live-View-Einstellungen auf Ausstellen beim Blitzen, auch für den Bereich Video? Habt ihr da auch so einen Punkt, den ihr oft benutzt und der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist? Ja, grundsätzlich haben wir Steady Shot, die Bildstabilisierung ist grundsätzlich eingeschaltet in der Kamera und nutzen wir auch, wenn wir aus der Hand fotografieren oder filmen, vielmehr auch. Aber wir haben, ja, wie vorhin schon kurz erwähnt, einen Slider, der elektronisch programmiert fährt. Und wenn der fährt, dann ist es manchmal so, dass dann da Störungen auftauchen mit der internen Bildstabilisierung und dann schalten wir die vorher aus. Genau, dann schalten wir die aus und das ist eigentlich so das Einzige, was wir dann noch ausschalten, denke ich. Das finde ich jetzt spannend, weil da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass man den ja auch ausschaltet, weil ich filme halt super viel aus der Hand und bei mir ist der auch immer an. Also der hilft in so vielen Situationen. Deswegen, das erste Mal hatte ich das mit einem Gimbal, mit einem Ronin, mit einem großen Ronin, dass wir dann auch die Kamera drauf hatten und die hat geshakt und gewackelt nachher und wir wussten nicht, was ist da eigentlich los. Und dann kam man irgendwann drauf, das mal auszuschalten und dann war der Fehler behoben, weil das sind ja klar eigene Motoren auch schon in dem Gimbal drin, in der Kamera auch und wenn die paar Millisekunden auseinander verschieden schwingen, dann gibt es da irgendwelche Fehlerquellen, denke ich. Oder das sind dann Fehlerquellen für irgendwelche komischen Dinge, die dann nachher vielleicht entstehen. Okay, man sieht, ihr steckt da richtig drin, ihr benutzt die Kameras für Fotos und Videos wirklich jeden Tag und habt dann natürlich dementsprechend auch die passenden Profi-Tipps. Ich freue mich auch gleich schon auf den Fotografie-Part, bin gespannt, was ich da noch alles lerne. Ich würde aber gerne zum Abschluss noch ein bisschen tiefer bohren und noch ein paar persönlichere Fragen stellen. Wie sieht es zum Beispiel aus mit manuell Fokus? Nutzt ihr das überhaupt noch? Also ganz selten ist man, wenn wir Produktaufnahmen machen zum Beispiel und wir auch dann am Rechner, wir fotografieren eigentlich immer auf dem Rechner, 90% unserer Shootings gehen direkt in Capture One rein über ein Kabel und wenn man dann am Rechner auslöst, dann fängt ja die Kamera an auch neu zu fokussieren. Und das ist so ein Punkt, wenn wir Produkte fotografieren zum Beispiel, da nehme ich mir einmal mit dem Autofokus und Fokus, stelle dann an der Kamera auf manuell, also mit der Kamera oder am Objektiv, je nachdem, und dann ist das Fokussieren ausgeschaltet und dann kann ich problemlos weiter durchfotografieren und muss nicht Sorge haben, dass ich aus Versehen durch nochmal einen Ranzoom oder durch ein Drücken auf den Auslöser nochmal ein bisschen zoome und der Fokus sich minimal verschieben könnte und dann schalten wir den Fokus da aus. Aber sonst, ich habe auch früher Studenten gehabt, ich habe auch früher mal doziert und man, ja, ich mache immer einen manuellen Fokus. Man sagt, warum denn? Es gibt keinen Vorteil. Also das ist ganz selten. Also das ist ein Minimalbereich. Also
Autofokus ist eine gute Sache. Sehr schön. Jetzt würde ich gerne Frage mal ein bisschen andersrum stellen, als Sie das normalerweise machen. Ich würde gerne von euch wissen, gibt es noch irgendwelche Funktionen in der Kamera, die ihr gar nicht braucht, wo ihr wisst, die gibt es oder habt ihr vielleicht schon mal gehört oder beim Durchblättern gefunden, aber die kommen bei euch einfach nie vor, die benutzt ihr einfach nicht? Ganz ehrlich? Ich glaube, da gibt es viele. Ja, ich würde sagen, also, das sind so geile Kameras und die haben so viele Funktionen, man kann da tausend Sachen machen, aber... Ja. Also wir nutzen davon wahrscheinlich 10%. Also man kann ja auch FTP-Server was hochladen oder Netzwerk einstellen. Es gibt da tausend Dinge. Also Blendezeit, ISO-Wert, das ist es eigentlich. Und Fokus. Also wir nutzen nicht ganz so viele Funktionen, wie die Kamera hat. Das finde ich jetzt super spannend, dass ihr das sagt, weil ich kenne das auch aus meiner Erfahrung. Ne? Die Kameras können so viele Sachen und man selber benutzt vielleicht 10% von dem, was sie können. Das Entscheidende ist aber, jeder benutzt 10 andere Prozent. Also jeder muss sich halt das raussuchen, was für ihn wichtig ist. Und deswegen gibt es ja hier bei den Alpha Days auch die 4 verschiedenen Thementage, dass wir gesagt haben, wir wollen unterschiedliche Bereiche abdecken, damit jeder so ein bisschen sich auch wiederfindet. Finde ich aber super, super spannend als Antwort. Und jetzt geht es ein bisschen ins Eingemachte. Ich würde nämlich gerne wissen, habt ihr beide, ich würde auch gerne, dass ihr beide antwortet, so einen Moment, wo ihr sagt, da habt ihr euch richtig geärgert, da wart ihr so, das ist so richtig schief gelaufen. Habt ihr so einen Moment im Kopf mit einer Kamera in der Hand? Ja, ich hatte mal ein größeres Projekt, da war Franzi noch gar nicht da, leider natürlich. Und zwar ging es darum, da hatten wir eine Kundenanfrage, wir sollten die erste Zigarettenschachtel ins Weltall schicken und dort filmen währenddessen. Und dazu haben wir dann eine Sonde gebaut, wir hatten so einen großen Wetterballon besorgt, natürlich auch alle Genehmigungen dazu, es war extrem viel Vorbereitungszeit. Und dann ist der Tag gekommen, an dem wir dann diese Sonde hatten, dann so einen Steg dran gebaut, wo die Schachtel drauf befestigt war. Drin waren dann 2 GoPros, eine vorne, eine an der Seite. Und wir haben dann die Kameras, in der Box waren auch 2 GPS-Tracker drin, haben das ganze Ding dann steigen lassen. Man kann vorher dann mit der Software berechnen, wo der ungefähr runterkommt, anhand der Heliummenge, des Windes und so weiter. Und dann sind wir dort zur Landestelle gefahren, der sollte nach einer Stunde dort ankommen. Wir standen dort und standen dort und das Ding kam einfach nicht. Und dann haben wir da geguckt und immer in den Himmel geguckt und jeder Vogel dachte, das wäre die Sonde. Und irgendwann dachten wir, Mist, wir sind auch mitten in Brandenburg, da ist ja gar kein Empfang, weil diese GPS-Tracker brauchen natürlich Telefonempfang. Wir haben da immer eine Nummer angerufen und es kam kein Signal und nichts. Und die Sonne ging schon unter, der Kunde war auch dabei mit mehreren Autos und dann habe ich schon das ganze Projekt sterben sehen. Es war natürlich auch mit einem relativ hohen Budget verbunden und ich dachte, okay, das ist alles vorbei. Ja, das war dann eigentlich auch fast so. Dann sind wir nach Hause gefahren, wir nach Berlin und am Ortseingang Berlin kriege ich eine SMS mit der Koordinate von der Sonde. Ich mit meinem Assistenten wieder Vollgas zurück über die Autobahn bis nach Mecklenburg-Vorpommern, 200 Kilometer, vollkommen andere Richtung, als das Ding berechnet hat. Kam dann an, war dann so eine fast romantische Stimmung, es war so, der Mond schien hell, ein Kornfeld im Sommer, wir kurze Klamotten über dieses Feld mit der Taschenlampe die Sonde gesucht und irgendwann haben wir das Ding gefunden. Den Kunden angerufen, ja, wir haben die Sonde gefunden und dann hole ich die Kamera aus der Sonde raus, nimm die Speicherkarte, steckst sie rein in den Rechner und es ist nichts drauf. War einfach leer. Genau. Das Problem war nämlich, dass sich die Kamera überhitzt hat in dieser Sonde, bevor sie gestartet ist. Weil der Auffüllpart des Ballons hat relativ lange gedauert, eine Stunde in etwa. Und dann war die schon überhitzt und ja, war aus und da war nichts drauf. Und das war so ein Moment, der war wirklich schlimm. Zum Glück hatten wir einen coolen Kunden, die haben auch gesagt, wir machen es nochmal, wir müssen es wiederholen ein paar Tage später, haben das Ding dann nochmal steigen lassen, haben das ein bisschen umkonstruiert, dass die Box dann mehr Luftlöcher hatte und so weiter. Und dann, ja, dann hatten wir dann Aufnahmen drauf. Da kam das Ding allerdings in Polen runter. Wir mussten dann im polnischen Wald stundenlang durch den Wald krauchen, das Ding suchen und finden und das war nochmal ein Abenteuer für sich, aber das hat dann geklappt zum Glück. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott. So, da brauche ich die nächste Frage eigentlich gar nicht stellen. Ich wollte nämlich wissen, gibt es noch irgendwelche Herausforderungen, die es beim Film oder Fotografieren gibt, wo ihr immer mal wieder dran scheitert oder wo ihr so ein bisschen Bedenken habt? Oder gibt es da noch was Interessantes, eine interessante Story? Also ich würde grundsätzlich sowieso behaupten, dass Fotografie eine reine Problembewältigung ist. Das ist so, weil du hast eine Problemstellung, eine Aufgabenstellung, musst du irgendwie lösen. Du musst, okay, was brauche ich da für eine Blende? Oder erstmal, was brauche ich für eine Kamera, was für ein Objektiv? Wie belichte ich das Ganze, wie setze ich das alles um und so? Und so tastet man sich dann ran und arbeitet Probleme ab und irgendwann hat man ein Ergebnis und das ist dann die Problemlösung. Auch klassisches Beispiel ist die Eventfotografie. Da habe ich früher ganz viel gemacht, jetzt gar nicht mehr, Gott sei Dank auch, muss ich sagen. Aber viele junge Fotografen fotografieren ja Events und da ist es halt so, dass es total herausfordernde Fotografie und die meisten unterschätzen das total. Weil wenn man einfach nur einen Aufstellblitz draufsteckt und weiß ich, einmal nur draufblitzt, aber den ISO-Wert gering lässt oder viel zu kurze Verschlusszeiten hat, dann ist die ganze Eventhalle tot, das ganze Umgebungslicht ist weg, man hat nur den Blitz vorne drauf. Also das muss man schon gut machen.
lange belichten, ISO hoch, ganz bisschen aufblitzen, und wenn dann der Geschäftsführer dir auf die Schulter tippt und sagt, mach mal schnell noch ein Foto von meinem Kollegen, dann musst du alles schnell umschalten, darfst dir nichts anmerken lassen und machst dann schnell das Foto. Also das ist meiner Meinung nach sehr unterschätzt und sehr aufwendig, und wenn man das gut machen will, ist das nicht so einfach. Ja, das gilt generell auch für das Film. Also grundsätzlich Situationen, wo halt viele Faktoren sind, die man nicht selbst kontrollieren kann. Wir hatten vor kurzem beispielsweise auch einen Dreh mit einer Familie, wo kleine Kinder rumgesprungen sind und rumgelaufen sind. Und es war halt schön, das alles einzufangen, aber halt auch super tricky, weil man dann halt so viel gleichzeitig beachten muss. Okay, auf welches Kind bleibe ich jetzt mal drauf? Wo konzentriere ich mich? Wie mache ich den Bildausschnitt? Schwupps, und schon ist sie wieder weg. Also man muss halt oftmals super schnell reagieren und... Also das finde ich halt beim Film zumindest immer das Schwierige, das Knifflige, aber auch das Spannende. Da würde ich gerne kurz einwerfen, wir haben jetzt keinen Familienfilm gedreht, sondern das war für einen Geschäftsbericht eines großen DAX-Konzerns. Ja. Also nicht, dass wir jetzt die Familienporträt-Haube draufkriegen. Ja. Okay. Ja, ich sage in meinen Workshops eigentlich immer, bei uns kann man so die Tür aufmachen zu fotografieren, aber das Einzige, womit man wirklich besser wird, und das ist ja Problembewältigung, ist, wenn man die Kamera in die Hand nimmt und rausgeht und macht. Also das Ganze anwendet, übt, egal ob es Filmen oder Fotografieren ist. Und das ist so immer meine Essenz aus jedem Workshop. Machen, ne? Losgehen, machen. Das ist, glaube ich, das, worum es auch bei euch gerade ging. Absolut, ja. Definitiv, ja. Okay. Ja, ich würde sagen, das war ein super spannendes Interview und ich freue mich jetzt schon gleich auf den nächsten Part. Ich danke euch für die Zeit, ich danke euch für eure tiefen Einblicke, und wir werden euch ja gleich noch ein bisschen mehr live sehen. Ich freue mich schon. Bis gleich. Dankeschön, bis gleich.